Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Part von Pokémon Blattgrün Nuzlocke Challenge. Im letzten Part haben wir uns den Quellorden geholt, haben ein paar Trainer noch besiegt und jetzt geht's auch schon los. Und ich möchte noch kurz gucken, ob ich schon... Ja, Toto ist vorne, das heißt, wir können diesem Käfersammler ohne Bedenken entgegentreten. Die habe ich noch nie gesehen. Bist du ein guter Trainer? Hör mal, ich habe zwei Orden. Oder glaubst du nur, schlechte Trainer haben Orden? Bastian? Ein Smetbo. Ui, hohoho, Level 20. Ach, da wollen wir mal gucken, dass Toto das mal ganz schnell... Stachelsporn. Ja, hoffen wir mal, dass Toto nicht paralysiert ist. Ja, direkt beim ersten Angriff. Ja, jetzt willst du mich aber hier hexen, oder was? Ja, Toto, hau mal schön drauf. Ja, trotzdem Levelunterschied machen wir guten Schaden. Paralysiert und verwirrt. Er will mich doch hier gerade trollen. Och, Toto. Komm schon. Wir sind bereits verwirrt. Och, komm schon. Toto, was machst du denn da? Ach, ey, da können wir leider nichts machen gerade. Och, ey. Ist doch alles doof gerade. Da, ein Supertrank. Toto, jetzt wird aber Zeit, dass du mal wieder reinhaust hier. Ja, mit deinem Superschall kannst du nicht viel machen. Da können wir von Glück reden, dass es gerade nicht angreift. Und es könnte extreme Probleme für uns geben. Komm schon. Och, Toto. Was ist denn hier los mit dir? Ja, setzt du nur ruhig weiter Superschall ein. Es ist nicht mehr verwirrt. Geht doch. Jetzt noch ein Treffer. Komm, Toto. Jetzt lass dich nicht paralysieren. Ich glaube, Toto kommt durch, aber ist wieder verwirrt und haut sich selbst ab. Ach, Toto, das ist doch nicht mehr feierbar, was du da abziehst. Jetzt komm schon. Ein Angriff noch. Geht doch. Mensch, Toto, ey. Ich hätte aber nicht von dir gedacht, dass dich so verwirren lässt. Also die Paralyse, nicht eine Runde, aber immer schön verwirrt sein. Immer schön selber schlagen. Ach, Toto, was mache ich nur mit dir? Naja, jetzt hast du erstmal Level 17. Ja, Angriff steigt leider nicht. Du bist ein zu guter Trainer, ja, und du hast dich versucht, hier mit Hex durchzuschlagen. Meine Güte, ey. Nee, 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 so was könnte ich nicht. Würde ich eventuell später machen müssen. Ja. Du kommst mal schön wieder nach hinten, Toto. Wobei, Ela könnte ein paar Erfahrungspunkte gebrauchen. Genauso wie unser Kleinstein. Kämpfen? Meinst du mich? Na gut. Ich habe dich gar nicht angesprochen. Du hast mich angesprochen. Herausforderung von Picknickerin. Bitwig. Okay. Ein Taubsi. Ja, gut. Da bleiben wir auf keinen Fall drin. Nee, nee. Komm du mal zurück. Lass mal Erdhand für dich machen. Der dürfte das ein bisschen besser verkraften. Ja, der Tackle, der macht uns überhaupt nichts. Dann wollen wir doch mal zurücktackeln. Das ist immer noch nicht sehr effektiv. Na gut. Ja, und Erdhand geht daneben. Oh, ey, was haben wir uns hier für ein Team zusammengeholt?
Ja, komm, Steinwurf. Ja, nicht, dass unsere Mauer zu viel an Damage kriegt. Jetzt muss ich natürlich erstmal treffen. Der Part fängt ja schon super an. Er ist gerade mit Toto und jetzt macht er dann hier einen auf Lau oder was? Treff doch mal! Der Ruckzuckhieb ist noch ineffektiver als sein Tackle. Och, ey, komm schon. Das darf doch wohl nicht wahr sein. Ertan, jetzt treff doch mal. Meine Güte. Geht doch, danke schön. War das denn jetzt so schwer? Ach, ey. Ja, viele Erfahrungspunkte sind auch nicht. Aber wir nehmen alles mit. Nicht so schon wieder ein Taubsi. Ja, komm, holen wir nochmal unser Smetbuch raus. Ich kann noch, Ela kann noch ein paar Erfahrungspunkte gut gebrauchen. Aber dann zumindest fast Level 16. So. Tauschen wir mal zurück auf Kleinstein und diesmal direkt den Steinhof. Da machen wir gar keine Faxen diesmal. Ich soll das sowieso lassen mit den Faxen. Das hat damals bei Pikachu schon schlecht ausgesehen. Nee, das ist nix. Das bringt dir alles nichts, Taubsi. So, Steinwurf! Geht doch! Warum war das gerade nicht so, Ertan? Ja, muss man mit dir schimpfen, ey. Nö, so könnte ich aber nicht. Gut, unser Smetbo erreicht schon mal Level 16. Das sind doch schöne Werte. Ja, das gefällt mir langsam. Ja, dann bekommt auch ein bisschen Wett. Als nächstes wird Taubsi. Nutzen wir doch direkt noch ein bisschen aus. Für unser schönes Smetbo, um noch ein paar Erfahrungspunkte zu stibitzen. Und wieder zurück auf Ertan. Hier kann ich mir auch einen guten paar Erfahrungspunkte gebrauchen, gerade für die nächste Arena. So. Wollen wir doch mal hoffen, dass das jetzt alles einigermaßen wird hier. Hm. Machen wir wieder Steinwurf. Wollen wir keine Faxen machen. Ja, wieder die Genauigkeit von Kleinstein, ey. Aber immerhin. Hedwig besiegt. Das hat nicht ganz geklappt. Nö, das würde ich auch so behaupten. Oh, jetzt ist er wieder ein Picken. Ja, komm, wir holen noch ein paar Erfahrungspunkte für unser Smetbo. Hörte ich da jemanden vom Kämpfen sprechen? Ja, da deine Kollegin da neben dir, die möchte kämpfen, auf jeden Fall. Guck dir mich immer alle so doof an. Nein! Na gut. Raphael. Ja, dann schick du mal. Ja, habt euch beide abgesprochen, ne? Beide Vogel-Pokémon. Naja, gut für Ertan. Kann ich mir ein paar schöne Erfahrungspunkte dadurch abgreifen. Der nächste Level Clip dürfte 24 sein. Ja, du willst unseren Angriff zermürben. Guck genau, ob das funktioniert. Wir greifen nämlich mit Steinhagel an. Oh, darf nicht wahr sein. So knapp. Da kommen noch Deckel hinterher. Jetzt die Verteidigung, oder was? Das lassen wir aber nicht zu. Ertan, hau es weg. Richtig. So macht man das.
Was kommt denn als nächstes? Als nächstes... Radikal. Wäre wirklich nicht schlecht, wenn wir vorher Erthans Werte wieder zurücksetzen. So ein Hyperzahn von so einem Radikal kann ziemlich wehtun. Level 16, also das stimmt irgendwas nicht. Naja, ist ja auch egal. Entwickelt sich, glaube ich, Level 21, wie ich mir richtig erinnere. Schön abgewehrt von Erthan. So will ich das sehen. Intensität. Suchen wir mal. Ich würde sagen. Er dürfte wehtun, aber... Oh, noch nicht mal so sehr. Intensität 5. Das war nicht so prickelnd. Ja, du machst weiter deinen Hyperzahn. Das gefällt mir allerdings gar nicht, auch wenn es nicht sehr effektiv ist. Komm, Erthan, jetzt hau mal was Hohes raus. Na, 8. Könnte schon eher was werden. Und es reicht für das K.O. So, das gibt schön Erfahrungspunkte für beide. Dann haben wir den Kemper besiegt. Ich hätte es besser überhört. Ja. So ein bisschen zumindest. So, und wir sind in Oania City angelangt. Wenn wir erstmal ins Pokémon Center gehen. Willkommen im Pokémon Center. Wir heilen deine Pokémon und machen sie wieder fit und will nichts dafür haben. Ach ja, das Pokémon Center Fieben. Und sie sind alle wieder topfit. Und ich komme auch gerne wieder vorbei. Hast du irgendwas Wichtiges zu sagen? Meine Pokémon wurden vergiftet. Das Gift hat es lange nach dem Kampf besiegt. Ja, das wollen wir bei unserem Pokémon nicht hoffen, weil dann fallen sie auch aus der Nuzlocke raus. Der Zwang erneuert mit jemanden zum Kämpfen. Hast du diesen Zwang je verspürt? Ich bin sicher, dass du hast. Gegen gewisse Trainer wollte ich immer wieder antreten. Also habe ich dies Wege weggegeben. Nimm bitte auch eins. Gut, die Kampfkamera brauchen wir jetzt nicht wirklich. Setz dieses Gerät ein und du findest Trainer, die in einer Rückkampf möchten. Rückkampf kämpfen möchten. Du musst allerdings die Batterie aufladen, um es zu betreiben. Oh, ja, dann bleibt es in der Tasche. Auch wenn sie den gleichen Level haben, können die Fähigkeiten von Pokémon trotzdem verschieden sein. Das Pokémon eines Trainers ist stärker als ein wildes Lebendes. Nicht immer. Ey. Ey. Es stimmt, dass ein Pokémon mit einem hohen Level sehr stark ist. Allerdings haben alle Pokémon Schwächen. Die richtige Attacke kann sie leicht besiegen. Daher gibt es kein Universal-Pokémon. Mittlerweile. Boah, es gibt zumindest viele gute. Ich bin der Profi-Angler. Ich liebe den Angelsport. Angelst du auch gerne? Ja, aber ich habe keine. Klasse, du bist mir sympathisch. Nimm das hier und geh angeln. Angeln ist meine Leidenschaft.
suche in Seen und Flüssen und lande den großen Fang. Ich glaube, wenn wir hier angeln, wird uns das nicht so viel bringen. Wobei ein Wasser-Pokémon mit dem Team gar nicht mal so schlecht wäre, aber unser ganzes Team ist sowieso ein bisschen Multikulti. So. Und will ich auch mal behaupten, beende ich diesen Part für heute? Ja, ich glaube es ja gar nicht mal. Wir haben fast die unter 16 Minuten geblieben. So wie ich das eigentlich immer vorhatte. Naja, bedanke mich fürs Zusehen und wir sehen uns dann im nächsten Part. Bis dahin. Ciao.